Willkommen! Macht am Feuer ein wenig Platz für unseren Gast! Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft und wir machen uns heute an den 10. heroischen Boss vom Schwarzfels, den ersten von der Schwarzfelsspitze, Hochlord Omok. Den sehen wir hier. Der hier. Grüße, Schlechter des Ragnaros. Was führt euch in die Schwarzfelsspitze? Ja, Omok hat immer noch Ich-Hound, aber diesmal für 0 Mana und vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Also er muss nicht mehr verletzt sein. Und das macht mir ziemlich zu schaffen. Also ich habe schon etliche Decks ausprobiert. Und ich versuche es jetzt mal mit einer Art Facehunter. Das Problem ist nur, die ganzen Standard-Decks funktionieren einfach nicht bei ihm. Ihr werdet auch noch sehen, warum er mir so zu schaffen macht. Aber wir brauchen auf jeden Fall mal des Jägers. Fährten lesen. Deinen ganzen Arsch voll Fallen. Ja, Eiskältefalle und die Sprengfalle. Nehme ich mal ein. Das Gewehr ist immer ganz gut. Die Schlangenfalle habe ich leider nicht. Die wäre echt nützlich bei ihm. Fast eigentlich schon Pflicht, aber bisher alle Decks, die ich ausprobiert habe, da hat immer so eine Karte gefehlt. Dann auf jeden Fall noch die Savannenhofmähne. Ich weiß nicht, ob ich Lass die Hunde los reinnehmen sollte, weil so viel beschwört er selber nämlich nie. Aber gut. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch 2 Mana-Karten. Den irren Wissenschaftler. Den geisterhaften Krabbler, das ist immer ein Wildtier. Das Ei. Mein Lieblingsei. Wo ist es? Ein aerobisches Ei. Kostet das nicht 2 Mana? Bin ich jetzt blöd? M-N, da. Weil man ihm aber irgendwie auch die Hand zuknallen muss, brauchen wir auf jeden Fall das Kaltlicht-Orakel, oder wie das? Tiefenlicht-Orakel. Gott, wo ist denn das schon wieder? Mit T, vermute ich. Tanzende Schwerter nehme ich auch erstmal rein. Ich kann ja noch rausschmeißen. Brauchen wir auf jeden Fall noch Kaltusat. Ganz einfach, weil er uns ja immer was weghaut, dass wir das direkt zurückbekommen, wenn wir die Chance dazu haben. Wo ist denn noch ein Stalaktit? Lustigerweise, passenderweise bei S. Vielleicht noch Loatep rein. Und den Baron. Baron Totenschuh. So, reicht das so? Es fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, also die hier, die 4, da war ich mir nicht so sicher. Eigentlich könnte man versuchen, ein komplettes Deck hier auf dieser Basis, Erntegolem, den Himmelsgolem und so, aber die habe ich auch alle nicht. Das ist exakt mein Problem gerade. Und dann noch Blutmagier Talnos. Ups. So. Was könnte man dann noch nehmen? Ich überlege gerade. Ich habe ja noch einen frei. Ich überlege und überlege. Was hatte ich gerade rausgenommen? Ich habe schon wieder vergessen. Scharfschießen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Ich nehme mal Loatep raus und mach noch Scharfschießen rein. Loatep ist nämlich zu situationsbedingt und das geht einfach bei ihm nicht. Also ich habe jetzt wirklich fast jede Klasse gegen ihn ausprobiert. Und mir fehlen einfach essentielle Karten, die viel zu speziell für diesen Boss sind. Wo ich auch nicht einsehe, obwohl ich genug Arcan-Stopp habe, mir für einen Boss extra Karten zu craften, nur weil ich sie nicht habe. Außer vielleicht die Schlangenfalle, aber ich denke mal daran wird es jetzt hier nicht hapern. Ich kann einfach nur hoffen, dass das funktioniert und wir sehen uns gleich im Bosskampf wieder. So, da sind wir jetzt beim Bosskampf gegen Hochlord Omok im heroischen Modus. Ich habe ja das Jägerdeck zusammengestellt. Ich hoffe, es hat jetzt auch alles so funktioniert. Und es war echt eine Qual, diesen Boss zu besiegen. Das lädt jetzt hier ewig. Rexa gegen Hochlord Omok. Ich euch zerquetsche. Ich muss sagen, dass die aktuellen Bosskämpfe mir echt nicht so gut gefallen haben, weil die echt ein bisschen sehr viel mit auf Zufall basiert sind.
Und das hat mir echt Probleme bereitet. Aber ihr seht schon, ich habe hier schon ein paar gute Karten auf Hand. Kel'Thuzad so früh zu haben, ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, und jetzt das Einzige, was mir jetzt hier mit meinem Mega noch Probleme zwischenzeitlich bereitet hat, ist, dass ich timen musste, wie ich die Geheimnisse einsetze. Ja, Lord Victor Nefarious labert uns die ganze Zeit noch ein. Da haben wir jetzt zum Beispiel so einen Ogre. Und den kann ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr loswerden, weil ich vorher die Scharfschießen hätte spielen müssen, aber jetzt liegt er ja schon, jetzt bringt es mir nichts mehr. So, der Murloc ist schon weg, also mit sowas können wir echt keinen Schaden machen, wie ihr seht. Aber die Heldenfähigkeit von Mega macht da auch noch einen guten Job. Ich glaube, die hat mir am Ende sogar noch das Spiel knapp gewonnen, obwohl ich es schon wieder fast verloren hätte. So, da verballere ich sogar ein bisschen mein Mana, obwohl es mir gar nicht so viel bringt. Und dann muss ich überlegen, was ich mit meinen restlichen drei Mana mache. Spiel lieber noch eine Falle. Nee, doch nicht. Nee, das ist eine rubische Ei. Weil das, wenn es stirbt, bekommt ein 4-4er raus. Und wenn man den eine Weile beschützen kann, ist der echt stark und nützlich. Das geht nach Hause. Finde ich irgendwie voll cool von ihm. So, und jetzt muss ich fast schon die Eiskältefalle spielen. Tue ich es auch? Ich tue es auch. Und die Spinne, weil da kommen immerhin zwei kleine Spinnen raus. Das sind immerhin noch eine gute Ablenkung für den Dübbrecher-Schaman, den er da gespielt hat mit Windzorn. Weil 2x5 Schaden in die Fresse tut ganz schön weh. Und ein paar andere Angriffe von ihm sind auch nicht so schön. Wenn er ihn zum Beispiel bufft mit seinem ruchlosen Unteroffizier. Und so, weil er den wahrscheinlich gleich nochmal spielt. Wie ich das jetzt so. Und ab dieser Combo dachte ich mir, oh, diese Runde ist zumindest vielversprechend. Seht ihr, er trifft wieder nur einen Einer. Also hier habe ich auch. Und das ist halt der Glücksfaktor. Wenn ich. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt schon sowas wie Kel'Thuzad, okay, in Runde 6 wahrscheinlich nicht. Aber beispielsweise, ich hätte in Runde 8 Kel'Thuzad auf dem Feld in der Kombo und er trifft Kel'Thuzad. Ist echt scheiße. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu laut, weil ich hier gerade so über das Mikro gebeugt sitze. So, da muss ich leider schon Folgen nehmen. Das ist der Nachteil von Fährtenlesen, dass man die anderen zwei Karten wegschmeißt. Aber ist egal. Ich habe wirklich bestimmt 10 Decks durchprobiert, bis dieser Versuch geklappt hat. Also es hat mich Stunden gekostet. Der da zum Beispiel stirbt auch gar nicht, was ziemlich doof ist. Aber jetzt habe ich leider die Eiskältefalle. Deswegen kann ich meine Sprengfalle nicht nützlich spielen. So, ich wollte natürlich, dass er die Spinne trifft, aber egal. Ich krieg den ja eh gleich wieder durch Kel'Thuzad. Hauptsache Kel'Thuzad wird nicht getroffen. So, da habe ich das Glück doch noch mit der Eiskältefalle. Also es sind alles nur Glücksfaktoren, wie ihr gerade seht. So, da verletzt er sogar mein Kel'Thuzad, was mir echt nicht gefällt. So, jetzt muss ich fast schon. Mach ich's? Ich weiß es nicht. Ich muss eine Menge Kleinkram spielen. Und da habe ich mir eigentlich schon das Feld zugebaut. Aber es ist noch halb so wild. Und ich greife immer direkt an. Ich verstehe das eh nicht, weil Kel'Thuzad doch alles wiederbelebt. Aber es ist halb so wild. Und da trifft er sogar einen großen, was echt scheiße ist, weil der ist jetzt weg und wir kriegen nur eine 2-2-Hyäne. Kel'Thuzad ist tot, also hier wird sogar nochmal gefährlich für mich. Weil ich hätte echt traden müssen, also ich hätte echt mehr von ihm kaputt machen müssen. Aber noch habe ich ja zum Glück meine Falle. Wie ihr seht. Jetzt muss ich wirklich in die Fresse, weil ich Schaden brauche. Ein bisschen was halte ich ja noch aus, wie ihr seht. 16 Leben. So eine Hyäne zum Glück nur. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein richtig gutes Feld und er trifft einfach immer nur den Stärksten. Und das ist mir die ersten 30 Runden oder so passiert. Das war echt frustrierend. Schwächt er den. Jetzt tradet er nämlich mit seinen Schwachen. Das hätte mir in der früheren Phase noch zum Verhängnis werden können. So, jetzt zum Glück noch die Sprengfalle. Ja, und der trifft auch noch. Und da dachte ich mir, der macht 6 Schaden, wenn er den jetzt bufft. Und trifft, tut's weh. So. Das muss alles ins Gesicht, also er muss jetzt wirklich schnell down gehen.
spätestens in 2 Runden mit meiner Jägerfähigkeit, wenn er sich nicht noch mehr Rüstung gibt. Er trifft zum Glück auch noch in das Ei. Das Ei hat halt auch den Vorteil, dass die Oger alle, bis auf den Ninja-Oger, der da steht, alle 4 Leben haben. Und wenn die daneben hauen, treffen die meinen 4-4er und sterben. Ja, und jetzt ist nämlich das Problem mit Mogor dem Oger. Deswegen muss ich dem auch mal das Jägers geben. So, und der erste trifft zum Glück. Den zweiten kriegt er aber. Ist mir aber egal. Und jetzt sind wir immer noch in derselben Bredouille. Der Oger macht 6 Schaden, wenn er den bufft und trifft. Tut's mir mehr weh als ihm. So, aber der zerstört sich jetzt selber. Damit macht er noch 1 Schaden und damit ist das Spiel eigentlich schon gewonnen. Alles, was er jetzt noch spielt, sind zum Glück keine Ansturmkreaturen. Also wirklich ein Sturmangriff, den er auch im Deck hat, hätte mir jetzt noch zum Verhängnis werden können. Jetzt noch Stalag. Wäre Stalag später noch gestorben, hätte ich Thaddeus bekommen, das wäre noch gut gewesen. Aber, ich meine, ein bisschen was kaputt, aber ich habe gewonnen. Also wirklich, es ist ein echt ätzender Kampf, weil es wirklich sehr vom Zufall abhängig ist, aber das war Hochlord Omok im heroischen Modus.